Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie Produkt- und Service-PR sind Ketchum Publico GmbH mit Logitech UE, Launch der Audio-Subbrand von Logitech. Für Logitech GmbH. Ergo Unternehmenskommunikation GmbH und Co. KG mit The Power of Innovation. Produktlaunches 2.0 im B2B-Bereich. Für Sirona Dental GmbH. Demner, Merlicek und Bergmann mit Wie man in 26 Stunden ein ganzes Solarkraftwerk finanziert. Für Wien Energie. Wir haben den Launch von Logitech UE, der Audio-Subbrand von Logitech, mit dem Einsatz von Paid, Earned und Shared Media zum Erfolg gebracht. Wir haben dabei folgenden strategischen Ansatz gesetzt. Wir gehen dorthin, wo unsere Zielgruppe bereits ist und nutzen Kanäle von anderen, die für uns sprechen. Zum einen waren das Kooperationen mit Bewertungsplattformen für Musiklocations, Musikstreaming-Diensten, Blogger-Relations, Medienkooperationen mit einem Radiosender oder eine Pressereise zum Konzert von Spectre in London. Die besondere Herausforderung war für uns, dass wir keine eigenen etablierten Kanäle hatten, die uns beim Launch der neuen Marke unterstützen konnten. Unser Projekt ist deswegen einzigartig, weil wir uns getraut haben, andere für uns sprechen zu lassen. Dadurch haben wir Glaubwürdigkeit erzeugt und das bei einem sehr geringen Mitteleinsatz. Ja, mit unserer Power of Innovation Kampagne anlässlich der größten internationalen Dentalmesse der Welt im März diesen Jahres haben wir die Einführung von 25 Produktinnovationen kommunikativ begleitet und unserer Zielgruppe nahegebracht. Integriert, innovativ, interaktiv und international, das war der Anspruch an unsere 360-Grad-Kampagne. Es war uns wichtig, bei unseren Zielgruppen das Bewusstsein für dentale Innovationen zu schaffen und auch mit ihnen in Dialog zu treten. Und dabei stand die Verzahnung all unserer Medien- und Kommunikationsmaßnahmen im Vordergrund. Von der internationalen Presse- und Medienarbeit über Online-Kommunikation bis hin zu Social-Media-Aktivitäten und der internen Kommunikation. So, die besonderen Herausforderungen bei unserem Projekt war einerseits die Internationalität, aber auch der unterschiedliche Wissensstand der verschiedenen Zielgruppen. Und last but not least hat sich auch in der Unternehmensführung bei Sirona etwas getan. Das war die dritte Herausforderung. Und diese Herausforderung hieß, dass ein neuer CEO 25 neue Produktinnovationen kommunizieren musste, weltweit, intern und extern. Wir sind für die Wien Energie Bürgersolarkraftwerke nominiert, ein Beteiligungsmodell zur Erzeugung von Sonnenstrom. Bei diesem Projekt kann ich mich als Kundin, als Kunde beteiligen und Solarpaneele kaufen. Das ist vor allem für Menschen interessant, die in der Stadt wohnen, keine eigenen Flächen, Dachflächen haben. Und ich kann mich so wirklich am Ausbau erneuerbarer Energie beteiligen. Das Panel gehört mir. Ich bekomme eine vernünftige Verzinsung, ein Mietentgelt und leiste aktiv auch wirklich was für Klimaschutz und den Ausbau von Sonnenstrom. Wir haben mit einer klassischen PR-Aktion, mit einer Pressekonferenz begonnen, im Ringturm mit Blick auf Wien. Dann gab es weitere Maßnahmen, eine klassische Kampagne, Direct-Mails, eine eigene Landingpage, Social-Media-Aktionen und natürlich dann ein Eröffnungsfest mit Journalistinnen und Journalisten und Stakeholdern. Ja, wir haben geschafft, dass wir innerhalb von 26 Stunden 2 Millionen Euro von Wienerinnen und Wienern bekommen haben, um in erneuerbare Energie zu investieren. Und mittlerweile gibt es mehr als 10 weitere Sonnenstromkraftwerke, die wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt haben.